Weiter geht's mit Patron und vielen Dank für eure Kommentare. Zwei Sachen möchte ich tatsächlich noch ergänzen, weil das in die Kommentare auch immer wieder geschrieben wurde, das Thema Fischer. Der Fischer hat jetzt mit der Version, ich glaube es war die Version 1.0003, seinen Unterhalt für Holz verloren. Allerdings nur, und vielen Dank dafür, das wusste ich tatsächlich nicht, dass ein Pfeil, der nach unten zeigt, bedeutet, dass unten eventuell Optionen aufklappen. Hätte man drauf kommen können? Okay, also, hier gibt es die Option Fisch und Krabbe umzuschalten. Krabbe braucht allerdings weiterhin Holz und Fisch nicht. Ihr seht es hier, Krabbe braucht Holz, ist auch weniger Produktion, deswegen lassen wir das mal bleiben und wir bleiben beim Fisch. Und Fisch hat tatsächlich am Anfang dieses Let's Plays Holz gekostet, was mir tatsächlich oft den Hals gekostet hat, weil die Produktionskette am Anfang in der Industrie einfach so schlecht ist, dass wir nie genug Holz hatten und ich so wirklich mehrfach anfangen musste, weil ich immer gestorben bin, weil ich am Anfang immer Nahrungsprobleme hatte. Ich glaube, beim dritten Mal hat es dann tatsächlich geklappt. Naja, und jetzt ist der Unterhalt weg. Also, falls ihr die ersten Folgen des Let's Plays geguckt habt, wundert euch bitte nicht, dass ich da noch ein bisschen anders gehandelt habe. Denn dort kostete die Fischerhütte noch 120 Unterhalt. Also 60 Unterhalt pro Job ohne Updates. Das nochmal als Hinweis. Ansonsten wurde auch der Spam der Kinder, wir sehen das hier, wir haben hier 10 Kinder, die als Nachwuchs kommen, angegangen. Das war den Entwicklern wohl ein bisschen viel und das ist auch ziemlich viel, was hier kommt. Und das haben sie im letzten Update, was wir hier spielen, 1.0.0.4, behoben. Ansonsten noch ein paar kleine Verbesserungen. Ich muss sagen, das Spiel gefällt mir tatsächlich außerordentlich gut. Und auch das hattet ihr geschrieben, das gebe ich auch nochmal zu bedenken. Vor allen Dingen, weil wir ja unter dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen und wir da echt ein bisschen optimieren müssen. Die Transporteure sind 10% schneller, können aber nicht bauen. Die Arbeiter sind entsprechend langsamer, können dafür aber bauen und natürlich auch Holz und sowas abbauen. Deswegen würde ich tatsächlich einen Transporteur hier rausziehen und einen Arbeiter mehr machen. Und deswegen fangen wir an, überall konsequent Verkehrsschilder aufzubauen, denn die wiederum sind 5% schneller. Ich hoffe, dass das unterm Strich ein Erfolg wird. Ich weiß es nicht. Wir haben nämlich hier einen. Dann haben wir hier einen. Dann bauen wir da noch einen hin. Ich möchte nämlich tatsächlich bis unten hin Verkehrsschilder haben. Dann einmal dorthin. Beziehungsweise, das war natürlich jetzt totaler Unsinn. Die überschneiden sich ja. Ich glaube nicht, dass es 2x5% gibt. Also reicht es, wenn wir dahin gehen und da unten noch einen aufbauen. Da, genau. So, da möchte ich gerne. Er ist dort. Machen wir auf jeden Fall hier unten beim Fischer in dem Bereich noch einen hin. Machen wir das mal auf der Seite. Und dann sollte es erstmal reichen mit den Verkehrsschildern. So, dann können wir tatsächlich mal langsam weitermachen und mal schauen, wie sich das entwickelt. Geld sollten wir erstmal genug haben und ich möchte weiterhin in nächster Zeit erstmal in Verbesserungen investieren, vor allen Dingen, weil wir ein Problem haben mit dem Eisen. Das müssen wir machen. Und ein Hinweis, den ihr mir gegeben habt, auch das vielen Dank. Wir können bei der Kohle sagen, mit dem Schloss hier, Verwendung dieser Ressource nur in der Produktion erlauben. Die Bürger werden sie nur verwenden, wenn es keine zulässige Alternative gibt. Das machen wir. Und die Kohle möchte ich wirklich im Moment nur für die Produktion verbrauchen, nicht für andere Dinge. Das ist mir tatsächlich wichtig. Okay, können wir das bei Eisen auch sagen? Ich glaube nicht, ne? Ne, macht ja auch keinen Sinn. Okay, Feuerholz müssen wir für alle erlauben. Das passt. Und dann gucken wir hier mal rein. 800. Ja, wir müssen hier unbedingt weiter optimieren. Aber die Optimierungen sind so unglaublich teuer hier. Das ist der Wahnsinn. Aber gut, da müssen wir ran. Also das sind die nächsten Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Wenn wir die Produktion alles jetzt im Griff haben. Aber erstmal, wie gesagt, Kohle läuft. Eisen müssen wir optimieren. Lammlege bewerkt. Wir könnten natürlich auch einfach stumpf einen Job mehr schaffen. Das sind 60 Münzen. Ich meine, einen mehr könnten wir uns leisten. Wir haben 4 Leute
Und es kommen sicher auch regelmäßig welche nach. Was kosten denn langlebige Werkzeuge, ist die Wartung und Produktion plus 30%. Das kostet aber 200 Münzen. Naja, noch ein Job mehr macht ja auch keinen großen Sinn, weil wir den schon haben. Dann setzen wir hier tatsächlich mal einen dritten rein. Ist jetzt in der Kohle gelandet? Tatsächlich, aber ich will den nicht in der Kohle haben. Dann machen wir den hier rein. Und haben dann hoffentlich in der Eisenmine etwas mehr. Dann haben wir jetzt nur noch drei Leute, genau. Ein Holzfäller erarbeitet 800, wir haben 67. Das sollte also auch reichen. Okay, das haben wir gemacht. Was mir hier übrigens noch fehlt, ist tatsächlich eine Anzeige von den möglichen Jobs. Das sind ja die vergebenen Jobs. Aber was mir jetzt fehlt, ist eine Anzeige von den möglichen Jobs. Da müsste ich jetzt tatsächlich immer durch die Gebäude durchgehen, mir das merken. Aber okay, gut. Das sind jetzt Kleinigkeiten. So, dann schauen wir mal die Ecke hier an. Und wir haben eine Forschung abgeschlossen. Sehr schön. Einmal kurz in die Pause. Er produziert genug. Er auch. Lederproduktion, ja, wir sind bei 186 und wir verbrauchen, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal schon geguckt, 187. Das sieht erstmal gut aus. So, entschuldigt bitte die kleine Störung. Und das sieht erstmal gut aus, das haben wir beim letzten Mal schon geguckt, das bleibt erstmal dabei. Das sieht also gut aus. Ich möchte gerne im oder um den Winter auf jeden Fall die Produktion hier noch erhöhen. Das kostet uns ein bisschen Eisen, da müssen wir mal zusehen, dass wir das hinkriegen. Priorität. Hm. 30 Münzen, 3 Werkzeuge, 15 Bauholz. Hm. Glaube ich jetzt erstmal nicht, dass wir das brauchen. Und hier brauchen wir auch nichts im Moment. Okay, jetzt gucken wir mal in die Forschung. Die war nämlich fertig. Was haben wir hier? Die Anzahl der freien Bürger reicht nicht aus. Genau, da empfiehlt er uns immer 4 zu haben. Die haben wir nun aber nicht. Eisfischen, Effizienz während des Winters erhöht. Sehr gut, Lebensmittelproduktion. Ich glaube, das steht im Moment zu keinem Verhältnis zu unserer Produktion. Wir gucken mal. Aber was heißt, steht im kein Verhältnis? Wir sind bei 264, ne? Also wir müssen jetzt schon anfangen, wieder weiter auszubauen. Unter anderem hier und beim Fischen auch. Dann müssen wir tatsächlich als nächstes, wenn wir das Geld haben, in die Lebensmittelproduktion gehen. Dann steigern wir das nochmal um 10%. Jetzt ist die Frage, was wir hier unten machen. Die dekorative Hecke, ja, okay, was bringt die? Wir gucken mal, was die bringen. Dekorative Hecke, kleiner Park und kleine Statue gucken wir uns mal an. Einmal in die Verschönerung. So, eine dekorative Hecke bringt einfach nur die dekorative Hecke. Ein kleiner Park erhöht die Zufriedenheit. Ah, okay. Wie sieht es denn hier aus? Zufriedenheit 85, Sicherheit, Einwanderung. Luxusgüter sind nur bei 43. Hm. Das ist natürlich gefährlich. Also wir müssen sie weiterhin mit Luxusgütern versorgen, unsere Leute. Da reichen die Klamotten noch nicht aus, beziehungsweise wir produzieren auch nicht genug. 21 von 25. Hm. Obwohl, bei denen reicht es. Ne, bei denen nicht. Also es werden nicht alle versorgt mit Luxusgütern. Das müssen wir sagen. Also da müssen wir nochmal ran. Okay. Ja, also wir haben keine Zufriedenheitsprobleme, also brauchen wir uns darum nicht kümmern. Wir gucken mal in die Schreine und ermöglicht den Bau von Schreinerhütten und die Herstellung von Möbeln. Das ist mit Sicherheit auch interessant, das ist auch ein Luxusgut. Wir gucken mal, was die Schreinerhütte kann. Dazu müssen wir sie erstmal finden. Schneiderei. Was ist das? Parfümerie, Schneiderei. Ziegelei, die Schreinerhütte braucht Bauholz und Werkzeuge. Das könnten wir beides, also Bauholz optimieren, Werkzeuge optimieren, Nahrung und die Kleiderindustrie. Das ist das, was wir jetzt machen sollten in nächster Zeit, damit wir hier ein stabiles Einkommen erstmal haben.
und dazu brauchen wir mehr Geld. Okay, das heißt, als allererstes gehen wir in die Eisenmine. Da sind wir bei, ja, wir brauchen da 200 Gold für, ne? Kohle haben wir genug. Haben wir irgendwo Eisenvorkommen, die wir noch abbauen können? Ich glaube nicht, ne? Da hinten hätten wir noch welche. Ja, die sind wirklich sehr weit weg. Haben wir hier noch was? Ne. Ja, das macht da hinten wirklich keinen Sinn. Die sind zu weit weg. Das macht echt keinen Sinn. Na gut. Dann müssen wir in unserer Mine leben und dort weiterarbeiten. Ich meine, das bringt hier auch keinen Sinn, wenn wir nicht genug Eisen haben. Wir könnten aber die Wartung reduzieren. Haben wir das hier? Optimierung 2. Da sollten wir tatsächlich drauf sparen, dass wir die Wartungskosten um 30% reduzieren. Dann brauchen wir weniger Eisen, um den gleichen Hammer herzustellen, die Werkzeuge zu produzieren. Das ist, glaube ich, im Moment effizienter, als mehr Eisen zu produzieren. Dann ist das nächste, worauf wir sparen, Optimierung 2. Und Essen sollte im Moment trotz alledem erstmal gut laufen. Okay. Gut. Im schlimmsten Fall packen wir noch einen Fischer mit rein. Das kostet ja Gott sei Dank mittlerweile auch kein Holz mehr. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir keine Holzprobleme mehr haben, obwohl wir nicht allzu viel produzieren. Das ist ganz gut. Okay. Bei ihm sieht es soweit ganz gut aus. Er hat hier seine Sachen. Jetzt warten wir erstmal ab. Also ich würde bei ihm tatsächlich auch erstmal nichts weiter investieren. Er ist nur dazu da, wirklich, um hier ein bisschen Holz zu machen. Wie viel Holz produziert denn überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt... Beim Pflanzen produziert er gar nichts, ne? Okay, genau. So, 145. Beim nächsten Mal investieren wir in die Optimierung. Da brauchen wir 10 Eisen für. Man sollte mal gucken, dass wir das haben. Und wenn wir das ausgegeben haben, dann haben wir auf jeden Fall hier weniger... was wir brauchen. Wir sind hier bei 170 Verbrauch. Aber wir produzieren doch mehr, als wir brauchen. Also produzieren deutlich mehr, als wir brauchen. Wir könnten jetzt in langlebige Werkzeuge gehen. Das reduziert die Wartungskosten. Aber ich glaube, wir gehen tatsächlich jetzt erstmal in die Optimierung, wenn wir die 10 Eisen haben. Ich glaube, das ist wichtiger. Er hat 15 Eisen. Ja, wir machen das trotzdem. Dann wird hier erstmal mehr produziert und dann sollten wir langfristig auch in die Expansion gehen. So, gut. Wenn dann irgendwann dieses Eisen abgeholt wurde. Jetzt sind wir bei 28, wunderbar. Einmal in die Optimierung. So, das wird seine Kosten ein bisschen senken. Als nächstes gehen wir in die Expansion, dass wir hier möglicherweise mehr reinstecken können. Dann sieht es erstmal gut aus. Wie sieht es mit der Kohle aus? 8 produziert, monatlich verwendet 0. Im Jahr, aber wir bräuchten... Also da müssen wir auch nochmal gucken. Nicht genug Luxusgüter. Ja, wir arbeiten dran. Ich weiß, wir haben da ein Problem. 39, 43, es wird nicht besser, aber zumindest auch nicht sehr viel schlechter. Wir müssten die Produktion hier auch steigern, ne? Na, dazu brauchen wir erst Leder. Dann gehen wir als nächstes in die Lederproduktion und steigern die. Jetzt die Frage, was effizienter ist. Wir sind über 23 Leuten. Ich meine, eine Expansion wäre gut. Irgendwann wird ein Junge erwachsen. Und dann könnten wir hierüber natürlich auch genügend Nahrung produzieren. Die wir momentan eh mehr als genug haben. Ich würde tatsächlich von der Hütte einen abziehen. Wir machen das. Wir nehmen hier die Expansion. Ziehen hier einen raus. Und packen ihn in die Jagdhütte rein. So. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Wir brauchen hier, oder wir produzieren hier viel zu viel. Aber wir brauchen mehr Leder. Dann sind wir bei 374 Leder. Und können jetzt versuchen, dass wir über die Expansion hier einen Job mehr reinholen und tatsächlich auch mehr Luxusgüter produzieren. Denn das ist momentan halt echt eng.
Da produzieren wir zu wenig. Da hätte ich gern ein bisschen was auf dem Lager. Okay, sehr schön. Dann werden wir uns parallel um die Forschung kümmern. Die kleinen Dinge erhöht die allgemeine Zufriedenheit der Bauern im Radius eines Kleidergeschäfts. Also ich würde ja gerne schon in die Richtung der Schreinerhütte gehen, alleine um danach die wesentliche Budgetierung. Aber Lebensmittelproduktion finde ich halt auch schon gut. Ich denke, wir sparen tatsächlich erstmal auf die Lebensmittelproduktion. Und danach gehen wir in Richtung Schreinerhütte, Versammlungssaal und wesentliche Budgetierung. Und solange wir keine Zufriedenheitsprobleme haben, werden wir tatsächlich den Zweig erstmal ignorieren. Okay, also Expansion hat man gesagt. Und direkt ein Meer rein. Dass wir hier ein bisschen mehr produzieren. Und dann gucken wir mal, ob wir das Eisen hier auch effektiv verbrauchen können. Und ob wir da nochmal ein bisschen bauen müssen. Und danach werden wir das Kleidungsgeschäft expandieren lassen. Und den Rest investieren wir dann hier oben in unsere Forschung. Wunderbar. Sehr schön. Holz. Ah, sieht tatsächlich ein bisschen mager aus. Wir sollten schon mal, wenn wir das Geld haben, eine weitere Försterhütte bauen. Das können wir ja stilllegen. Das macht sich, glaube ich, hier unten im Holz ganz gut. Aber da können wir auch nichts pflanzen, ne? Wir nehmen, machen das mal hier hin. Und dann werden wir einen Weg bauen. Dahin. Und auch bitte direkt mit Verkehrsschildern versehen. Einmal. Na, wir machen das mal ruhig mittig. Einmal dahin. Okay, gut. Dann haben sie wieder was zu tun und wir können hier unten dann ein bisschen Holz sammeln. Und wir sind hier in diesem Bereich, dann könnten wir in Zukunft hier oben unsere Felder anlegen, wenn wir denn so weit kommen. Ich denke, das ist ganz gut. So, Nahrung, wir produzieren echt zu viel Nahrung. Aber gut, wir müssen natürlich auch für den Winter vorsorgen. Holz sieht erstmal gut aus. Das heißt, wir sollten jetzt gucken, dass wir den Diskret erforschen. Das Diskret. Und auf jeden Fall, was machen wir zuerst? Tja, Präzisionsgeräte oder Expansion. Wir sind bei 23. Ich hatte gesagt, wir wollten erst das hier machen. Wir machen das hier, erst die Präzisionsgeräte und danach gehen wir erstmal auf die nächste Forschung. So, dann haben wir hier ein bisschen mehr von dem gleichen Waren. Sehr gut. Und das restliche Geld investieren wir, insofern wir nicht Häuser oder irgendwas brauchen, investieren wir in die Lebensmittelproduktion. Denn je mehr Lebensmittel wir produzieren, desto mehr Leute können wir hier abziehen. 600? Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel haben wir denn, im Jahresmittel jetzt überhaupt an Lebensmitteln? 3000 haben wir. Boah, ist ja Wahnsinn. Pilze haben wir genug. 400. Haben wir hier 166, 100, 120. Wurzeln werden hier im Winter gut produziert. Erdbeeren natürlich auch nur im Sommer. Wildfleisch, Fisch haben wir genug. 150, 160 pro Monat. Äpfel auch. Kommen am Ende des Jahres. Also wir produzieren genug. Da brauchen wir uns im Moment keine Sorgen machen. Da könnte man überlegen, ob man da tatsächlich noch einen abzieht. Ich meine, die sind... Was haben wir hier? Ah, die Produktion... Ach, die brauchen ja auch Eisen und Holz. Eieieiei. Ah, wir brauchen mehr Eisen. Schon wieder. Okay, wir bleiben trotzdem bei unserem Plan. Wir werden erst das Nahrungsmittelproblem noch weiter... Obwohl, das macht keinen Sinn. Wir haben 2600... Nee. Das macht keinen Sinn, das hier drauf zu gehen. Wenn überhaupt, gehen wir auf die Schreinerhütte.
wir müssen das erstmal ignorieren und uns um Eisen kümmern. Wartung ist nicht so wichtig. Wir brauchen den hier. Genau, wir machen erstmal den Schürfer 2 und danach gehen wir in die Schreinerhütte. Wir sind bei so viel Nahrung, das macht echt keinen Sinn sonst. Ist auf jeden Fall sehr spannend, muss ich sagen. Wir machen mal ein bisschen schneller. Weil wir immer wieder Probleme haben. Oh, jetzt beginnt auch noch der Winter. Und jetzt hoffe ich, dass wir genügend Feuerholz gesammelt haben. Beziehungsweise... Ah, wir haben die Häuser hier noch nicht isoliert. Ja, da müssen sie jetzt tatsächlich warten. Die sind schon alle isoliert. Ja, da müssen sie jetzt wirklich warten. Also, wir müssen jetzt tatsächlich hier mehr Eisen produzieren. Und dazu brauchen wir das Geld erstmal für den Schürfer 2. Ihn bräuchten wir auch noch, aber da haben wir schon ein bisschen mehr rausgeholt. Wir liegen jetzt bei 7. Ja, gucken wir mal, dass er vielleicht ein bisschen jetzt im Winter was aufbauen kann. Feuerholz sieht erstmal gut aus. Wohnraummangel. 15 Kinder? Heidewitzka, ich dachte, die hätten was wegoptimiert. Boah. Sind nicht glücklich darüber. Ja, das weiß ich. Jetzt müssen wir tatsächlich ein Haus bauen. Aber wir bauen erstmal, wir entwickeln erstmal den Schürfer. Mit dem nächsten Geld bauen wir ein Haus. Mit den nächsten Münzen. Wie weit reicht er hier bis da unten? Dann können wir da nochmal zwei Häuser bauen. Davon könnten wir auch eins hinbauen. Dann setzen wir erstmal da eins hin. Ein Haus bitte. Einmal. Jetzt mache ich das Grid nochmal an, dass wir es auch richtig bauen. Ja, einmal dahin. Staatskasse leer. Das weiß ich. Danke. So, als nächstes kümmern wir uns hier um die Isolation. So, er ist fertig. Dann kümmerst du dich bitte erstmal mit Priorität ums Pflanzen. Dass wir hier ein bisschen mehr Bäumchen bekommen. Aber haben wir jetzt Unruhen? Das Volk ist in Unruhe. Du musst dich um die Probleme kümmern. Betroffene, ja, Luxusgüter. Ja, wir arbeiten dran. Wir arbeiten doch dran. Wir haben 3 Sammler. Ich würde sagen, wir ziehen mal einen Sammler ab. Wir haben echt genug davon, dass wir mehr Arbeiter haben. Und dann treiben wir die Expansion hier voran. Im Kleidungsgeschäft, dass wir dort weitermachen. Wir haben echtes Problem jetzt mit diesen... Mit den Sachen. Mit den Klamotten. Heizung läuft gut. Da sollten wir trotzdem jetzt nochmal die Isolation... Nee, wir müssen die 75 jetzt ansparen hierfür. Für die Expansion. So, einmal Expansion bitte. Eine weitere Person. Und dann wird hier das erstmal abgearbeitet. Wir haben ja noch genügend auf Lager von allem. Ich weiß gar nicht, wie es mit Leder aussieht. Haben wir Leder auf Lager? Ja, 113. Okay. Passt also auch. Dann kann erstmal genügend Klamotten hoffentlich produzieren. Und dann kümmern wir uns jetzt als nächstes hier um die Isolation der Häuser, dass die auch weniger verbrauchen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Probleme über Probleme. Nächste Isolation. Und dann machen wir die auch gleich. So, wie sieht's aus? Luxusgüterproduktion. Sind wir bei 800. Ich hoffe, dass das reicht. So, sehr schön. Da wohnen mit Sicherheit auch gleich Leute drin. Das sollte das Wohnraumproblem beseitigen. Sehr schön. Schon wieder? 25, 17? Leute, ernsthaft? Okay. Noch ein Haus. Dahin. Dann bauen wir noch gleich eins. Obwohl wir dann erstmal lieber hier in Isolation gehen. Okay, dann sollten wir jetzt aber auch tatsächlich bei 25 Leuten... Gehen wir jetzt nochmal in die Jobs. Wir sind 4.
Holzfäller brauchen wir einen mehr. Der muss mehr produzieren. Da kann einer mehr rein in die Försterhütte. Da können nämlich schon zwei arbeiten. Damit hier mehr produziert wird. Genau, 240 im Jahr. Das sollte ein bisschen was bringen. Und dann setzen wir ihn auf Pflanzen und Schnitt tatsächlich, dass er hier auch mehr produziert. Okay, dann bauen wir gleich ein weiteres Wohnhaus. Und planen eine Schotterstraße da lang. Das habe ich vergessen, das Grid anzumachen. Und das nächste Wohnhaus können wir uns noch nicht leisten. Das bauen wir dann da unten hin. Oh Mann, ist das spannend, ey. Wahnsinn. Also, das ist das echt, also wenn man auf höherem Schwierigkeitsgrad spielt, Wahnsinn. Ich hätte echt gedacht, wir haben ja so viel Nahrung und alles auf Lager. Das wird schon passen, Pustekuchen wird passen. Ja, die Leute sind tierisch unglücklich. Und ob wir das schaffen und vor allen Dingen, warum dieser Patch, der eigentlich die Anzahl der Kinder reduzieren soll, uns immer noch hier gefühlt Dutzende Kinder rausbringt, das seht ihr in der nächsten Folge. Morgen. Macht's gut, bis dahin. Euer Strategie-Nerd. Ciao, ciao.